ein Jahr und danach wird ein Rückbau erfolgen. Und jetzt hat er gesagt, nein, es geht nicht. Ich meine, das ist ja nicht unsere Schuld. Dann hätte er aktiver werden müssen. Ja, und wenn das nicht funktioniert, er hat uns das versprochen. So, aber ihr seht ja, Versprechen werden nicht gehalten, gebrochen. Und so geht das immer weiter. Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Am 18. Juli 2024 fand in der alten Malzfabrik in Grevesmühlen die konstituierende Sitzung des Kreistages nach den Wahlen am 9. Juni 2024 für den Landkreis Nordwestmecklenburg statt. Um 17 Uhr wurde die Sitzung offiziell eröffnet, als Gast waren wir dabei. Bereits eine Stunde vor Beginn der Sitzung hatte eine Mahnwache unmittelbar vor dem Gebäude stattgefunden. Es ging um die Flüchtlingspolitik in der Gemeinde Upahl. Der Landrat hatte ihnen versprochen, dass nach einem Jahr die Anzahl der Flüchtlinge reduziert wird. Dieses Versprechen hat er gebrochen. Ich spreche mit Michael Krieger, der sich von Beginn an für eine Reduzierung engagierte. Hallo, wir stehen hier vor der alten Malzfabrik in Grevesmühlen. Ich mache mal einen Schwenk darüber. Da trifft man sich heute um 17 Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor die Sitzung offiziell beginnt. Bis dahin werden viele Vertreter, gewählte Vertreter, dort eintreffen. Und wir sehen hier vor der alten Malzfabrik eine Mahnwache. Es geht um Upahl. Das ist ja in den Medien auch schon rauf und runter gegangen. Und ich denke mal, viele der Zuschauer wissen Bescheid, um was es geht. Es geht um die Flüchtlingsunterkünfte. Und ich habe vorhin schon gehört, dass ihr betrogen worden seid. Möchtest du vielleicht ein paar Worte an meine Zuschauer richten? Ja. Um was geht es euch? Ja, wie gesagt, wir hatten ja erst mal im letzten Jahr darum gekämpft, ob überhaupt dieses Flüchtlingslager da entsteht. Ja, da wurde zum Beispiel auch die Gemeinde überstimmt durch den Innenminister, Herrn Pegel. So, und Frau Schwesig als Ministerpräsidentin hat dann eben, wie gesagt, erwirkt, dass statt 400 Flüchtlinge eben 250 dahin kommen. Aber trotzdem waren die Einwohner ja von Upahl nicht damit einverstanden. Ja, und das hatte man ja auch gesehen bei unseren Demonstrationen, die wir über das ganze Jahr gemacht haben, dass viele, viele eben, wie gesagt, mit dem nicht einverstanden sind. Damals entschied der Landkreis, hier auf der freien Fläche eine große Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Sofort gab es heftige Proteste. Die meisten der 500 Einwohner von Upahl wollten das verhindern. Allen voran Michael Krieger. Der Rentner führte den Widerstand an. Ja, genau so. So Leute, wir machen weiter. Denkt an unsere Kinder. Upahl sagt nein. Früher hatte ihn Politik wenig interessiert. Bei Wahlen hatte er mal Linke, mal SPD gewählt. Dann fühlte er sich übergangen, denn die Upahler erfuhren erst vom Containerbau, als der schon feststand. Die Reaktion? Protestschilder überall. Monatelang demonstrierten sie vorm Kreistagsgebäude. Sie befürchteten, mit den Flüchtlingen käme die Kriminalität nach Upahl. Wir Frauen haben Angst. Was wollen die jungen Kerle bei uns hier? Wir leben da in Angst und Schrecken. In unserem Dorf war das so toll immer. Und jetzt mal leben wir in Angst und Schrecken da. Michael Krieger sprach die rassistischen Vorurteile ganz unverhohlen aus. Überall in den Ecken von Deutschland, es wird gestochen, geschlachtet, um was nicht mehr, vergewaltigt, gestohlen, eingebrochen. Davor haben unsere Leute Angst, dass sie genauso betroffen werden. Ja? Das ist doch verständlich. So, und der Landrat hatte dann auch bei einer Versammlung in Grevesmühlen gesagt, dass diese Lösung, also diese Flüchtlingsunterkunft, nur für ein Jahr sein soll. Wie
unter uns haben wir gesagt, das glauben wir nicht. Ja? Aber er sagte, also das wird so kommen. So, und jetzt kam eben diese Überraschung. Er hat ja dann eine Pressekonferenz gemacht, wo er auch kurzfristig unseren Bürgermeister eingeladen hat. Aber kurzfristig wirklich. Und er dann da sagte und begründete, warum er jetzt diese Lösung verlängert. So, und wir sind nicht damit einverstanden. Weil er hat uns versprochen, das sieht man auch an den Plakaten, ja, dass das eben ein Jahr und dann sollte das wieder aufgelöst werden und nur eben mit bestimmten Begründungen, dass das nicht klappt, hat er dann gesagt, nee, das muss doch länger gehen. So, aber wie gesagt, mit dieser Lösung sind wir nicht einverstanden. Jeder Politiker muss normalerweise sein Wort halten, das er in der Öffentlichkeit abgegeben hat. Und das hat er uns gegenüber ja auch gesagt. So, und deswegen demonstrieren wir heute. Mhm. Ja, das sieht man an unseren Plakate, ja, dass eben Landrat übergriffig, respektlos, wortbrüchig gegenüber dem Bürger. Ja. Er wurde von uns gewählt. Ja, so, und hat natürlich auch den Bürgerwillen umzusetzen. Ja. So, und wenn er Probleme gehabt hat, dann muss er Lösungen schaffen. Ja, er hat genug Zeit gehabt. Er hat jetzt über fast ein Dreivierteljahr Zeit gehabt. Er muss an Lösungen arbeiten. Dafür wird er bezahlt. So, und nicht wenig, so wie ich das gehört habe. Ich habe Zuschauer auch überregional, Österreich, Schweiz und so weiter, aber auch bundesweit natürlich. Mhm. Die Leute in Bayern, die wissen nicht, wer hier in Nordwestmecklenburg Landrat ist. Von welcher Partei ist der Landrat? Vielleicht sollten Sie das auch mal erfahren. Also Landrat ist Herr Schomann von der CDU. Ja. Ja, also von der Christlich-Demokratischen Union. So, und er ist damals gewählt worden. Ja. Und ja, wie gesagt, muss eben den Bürgerwillen umsetzen. Ja. Dafür wurden sie gewählt. Ja. Ich hatte vor wenigen Tagen Christoph Grimm von der AfD interviewt und der hatte mir heute den Hinweis gegeben, dass ihr heute eine Mahnwache stellt. Genau. Und er wird nachher auch noch vorbeischauen. Und ja, da gibt es auch so ein paar Machtspielchen, was ich so gehört habe im Hintergrund. Die AfD hat ja eigentlich vom Wahlergebnis her gut abgeschnitten. Ja, das stimmt. Und man versucht sie doch trotzdem irgendwie klein zu halten. Hast du was davon gehört? Ja, also wir brauchen bloß weiter zu gucken im Bundestag, was da abläuft. Ja. Vernünftige Vorschläge, die AfD stellt, wirklich vernünftige, die werden einfach glatt weg von den anderen Parteien, von den Altparteien abgeblockt. So, weil man will mit denen nicht zusammenarbeiten und das ist doch keine Demokratie. Das ist auch demokratiefeindlich, wie hier gearbeitet wird. Und ich hoffe dass das, und die Bürger haben das ja mit ihrer Wahl gezeigt, wem sie mehr vertrauen. Und die AfD hat ja wohl nicht schlecht abgeschlossen und wird hoffentlich, dass auch das Wahlergebnis hier eine Grundlage für die Zusammenarbeit ist. Ja. Weil in anderen Landkreisen geht das ja. Ich war zu Besuch, war der Landrat von Sonneberg, der erste Landrat, den die AfD gestellt hat von Sonneberg. Ja, und er hat über seine Arbeit berichtet. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, angenehm überrascht. Und er wird akzeptiert, auch von den Leuten, ob die CDU, SPD und so weiter. Also es funktioniert, es geht. Die Zusammenarbeit, um Probleme zu bewältigen, muss doch sein. Man kann doch nicht mit Blockaden arbeiten. Richtig. Wer unsere Arbeit schätzt und mit einer kleinen Spende unterstützen will, kann dies per Banküberweisung, gerne auch per Dauerauftrag sowie per PayPal tun. Vielen Dank für Ihre, vielen Dank für Eure Unterstützung.